Leute, auf der Burg mache ich genau den Sound dann oben. Genau den Sound mache ich oben. Leute, seht ihr das Kreuz? Seht ihr das Kreuz? Wir gehen jetzt dahin. Ey, kann ich wieder zurückzoomen? iPhone. Toba sagt, Bruder, stimmt es, dass du orthodox werden möchtest? Also ich sag euch mal ein paar Sachen, ne? Niemals Religion ist der Tod, nur Jesus rettet. Sowas sagt man halt wirklich, ganzer Respekt und ganzer Liebe, mein lieber Bruder, wenn man wirklich keine Ahnung hat von der Materie. Die Orthodoxie betrachtet sich selber, und da spreche ich als neutraler Christ, dass auf jeden Fall die Theosis und die Lehre der Orthodoxie einfach keine Religion ist, sondern es ist auf jeden Fall der Weg, dem Schöpfer wieder ähnlicher zu werden und im Anklang mit dem Schöpfer durch den Heiligen Geist jeden Tag sich zu erneuern, bis zum Tag der Erlösung, an dem du deinen Körper verlässt und als Kind Gottes dann im Reich Gottes ja dann dort bist. Ne? Und Leute, ich brauche eine Pause. Es ist so anstrengend hier. Wir müssen darauf. Hier machen wir eine Pause. Schau mir hier die Schafe an ein bisschen. Hier sind die Schafe. So, auf jeden Fall hat jemand geschrieben, ob ich orthodox werden möchte. Also ich bin seit 6 Jahren Christ, Leute. Ich war 18 Jahre sunnitischer Muslim und ich habe vor 5, 6 Jahren den Islam verlassen. So, und seitdem bin ich auf jeden Fall Christ. Ich habe zur Anfangszeit eine Freikirche besucht, nämlich eine Baptistengemeinde. Ne? Da sind die Schafe, Leute. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. So, und ja, was kann ich dazu sagen? Seit 6 Jahren bin ich dann auf jeden Fall kein Muslim mehr, und jetzt habe ich dann bis vor 1, 2 Jahren eine Baptistengemeinde besucht. Und seitdem habe ich mir halt verschiedene Konfessionen angeschaut. Leute, guck mal, da ist ein süßes kleines Babypfohlen. Das ist ein Babypferd. Kennt ihr die Pfohlen? So süß. Die sind mit dem Schafen zusammen. So, und seitdem auf jeden Fall habe ich mir verschiedene Konfessionen angeschaut, wie zum Beispiel die Baptisten oder die Mormonen, diese Sekte, oder die Zeugen Jehovas, die Sekte, oder halt die Sieben-Tages-Adventisten oder halt verschiedene andere charismatische Bewegungen und so weiter. So, das habe ich mir alles so angeschaut, die Konfession und alles. Und seit ungefähr ein paar Monaten gucke ich mir auch die apostolische, katholische, orthodoxe Kirche an und die Lehre. Die meisten Protestanten hier auf TikTok, die sind sehr, sehr antichristlich gegenüber den Orthodoxen. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Und dann behaupten sie, Religion rettet nicht. Guckt euch erstmal zuerst die Lehre von etwas an und dann sagt überhaupt, ob das überhaupt Religion ist. Denn Religion ist auf jeden Fall menschengemacht. Hat Christus nicht die Urkirche, die apostolische Kirche gegründet, 33 nach Christus, 1600 Jahre vor den Freikirchen, 1600 Jahre vor dem Protestantismus und alles. Also da muss man sich auf jeden Fall als Christ mal die Gedanken darüber machen, was man überhaupt von sich gibt. Weil Religion ist etwas quasi Menschengemachtes, das dich irgendwie zu deinem Gott bringt. In Matthäus 16 sagt Jesus zu Petrus auf jeden Fall, ich möchte dir den Schlüssel zum Himmel geben. Und jetzt sage ich nicht, dass Petrus der erste Papst war. Nein, Petrus, das ist falsch verstanden von den Katholiken, sondern da ist gemeint auf jeden Fall, dass das Glaubensbekenntnis, das Petrus über Jesus gesagt hat, dass er der Sohn Gottes ist, auf diesen Stein ist die Kirche gebaut, nämlich auf das Glaubensbekenntnis, den Eckstein Christus. Die Kirche ist auf Christus gebaut und nicht auf Petrus allein. So. Und
wenn man sich dann das alles anschaut, wie auf jeden Fall die Aposteln dann am Anfang der Geschichte, und dann lesen wir zum Beispiel die Briefe von Paulus und Petrus und wie in 1. Timotheus und alles gesagt ist, dass die Kirche heilig ist und dass die Kirche die Grundfeste der Wahrheit ist, sagt Paulus selbst. Von welcher Kirche spricht er da? Ne? Und da muss man sich die ganzen Verse überhaupt anschauen, denn man hat eine andere Perspektive, wenn man sich auch die anderen Konfessionen anschaut. So. Wenn man gegen Kirche ist und gegen die Gemeinde Christus von Anfang an, das nenne ich zum Beispiel dann antichristlich. Was viele hier auf TikTok sind, wie die ganzen Reza-Anhänger und alles, ich möchte auch eigentlich normalerweise keine Namen nennen, aber wenn jemand gegen Kirche und gegen Gemeinde und gegen alles spricht, der ist gegen Christus und gegen die Lehre des Christus und gegen alles, was auf jeden Fall die Briefe der Apostel und alles ausmacht. So. Und deshalb auf jeden Fall, ich bin neutral, ich bin weder Protestant, ich bin weder evangelisch, ich bin neutraler Christ, habe bis jetzt eine Freikirche bis vor ein, zwei Jahren besucht und gucke mir verschiedene Konfessionen an und wie gesagt, jetzt schaue ich mir die orthodoxe Lehre an. Und wenn der Heilige Geist, wenn Gott mich dahin leitet, dann soll sein Wille geschehen. Aber wenn sich gegenseitig hier Konfessionen fertig machen, das Reich Gottes ist nicht gespalten. Wo ist die Urquelle? Natürlich nicht im 16. Jahrhundert, sondern die Urkirche ist seit 33 von Christus der Eckstein aufgebaut. So, und darum auf jeden Fall, guckt euch das selber an und informiert euch da selber. Dir ist schon bewusst, dass Jesus nicht Gott ist, gell, sondern Gottes Sohn. Gott hat man nie gesehen. Luni, du tust mir sehr, sehr leid für diese Aussage. Du hast überhaupt keine Ahnung von der Schrift. Falls du eine Christin bist, dann geh doch mal in die Bibel hinein und lies doch mal die Bibel. Dann wirst du verstehen, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, eine Essenz und ein Wesen mit Gott, dem Vater ist. Denn wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Niemand hat den Vater gesehen, außer der Sohn, der vom Vater hervorgegangen ist. Er hat den Vater gesehen. Na, wenn du sagst, niemand hat Gott gesehen, dann wirst du gerade... Solche Aussagen sagen meistens Christinnen, die sich von islamischen TikToks beeinflussen lassen und von Menschen, aber nicht Gottes Wort lesen, und das tut mir im Herzen weh. Jesus ist Gott und das bekennt der Heilige Geist. Was sagst du zur Babytaufe? Für mich ganz klar, die Mehrheit der Verse im Neuen Testament sagen ganz klar auf jeden Fall, das spricht nicht von Babytaufe. Ne? Wir lesen aber auf jeden Fall in den Briefen, beziehungsweise auch in den, was die Aussagen der Heiligen Väter in den ersten Jahrhunderten gesagt haben über die Taufe. Das müsst ihr euch selber anschauen. Da habe ich auch vergessen, was sie dazu gesagt haben. Das müsst ihr euch selber angucken. Aber die Mehrheit der Verse auf jeden Fall sagen, dass man erst da glauben soll und dann sollte man getauft werden. Und das geht halt beim Säugling nicht. Wie es die Katholiken oder die Orthodoxen interpretieren, das müsst ihr euch selber angucken. So. Da muss ich mal den Bruder Simon wieder fragen. Aber wie gesagt, die Mehrheit der Verse sagen ganz klar, man soll glauben und dann getauft werden. Gott hat keinen Sohn, Gott ist eins. Gott hat einen Sohn und das ist der Heilige Geist, der das bekennt, dass Gott einen Sohn hat. Psalm 2, Vers 7. Ich möchte den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. So, Gott ist eins, glaube ich auch. Lasst uns Menschen machen, Vater, nach unserem Bild, Sohn, uns ähnlich. Heiliger Geist, so, wir glauben an einen Gott und dieser eine Gott hat drei Hypostasen in sich, drei Personen. Hab Termin für meine Taufe gemacht, sehr schön. Was sagst du zu Mormonen? Ihre geleitete Irrlehre. Wer den Sohn verleugnet, der verleugnet den Vater. Amen. Wer den Sohn hat, der hat den Vater. Wer den Sohn verleugnet, der verleugnet den Vater. So ist das. Und warum glaubt ihr nicht an den Sohn Gottes? Warum glaubt ihr nicht an die Wahrheit des Evangeliums? Warum? Weil ihr seid nicht von meinen Schafen. Ihr seid nicht von meinen Schafen. Denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Nein, meine Schafe kennen mich. Ich bin dazu geboren, dazu in die Welt gekommen, der Wahrheit Zeugnis zu geben. Jeder, der aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Warum hört ihr sie nicht? Denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Jeder, der nicht an den Sohn Gottes glaubt, der hat den Fürsten, den Teufel zum Vater laut der Bibel. Ihr müsst von Neuem wiedergeboren werden. Wie kommt man in den Himmel? Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Denn mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden, mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden.
So, wir gehen weiter. Okay, danke für deine Cap. Guck mal. Jetzt gehen wir hier rauf. Wir gehen jetzt Richtung Kreuz. Wir gehen Richtung Kreuz. Noch einmal Ausblick und dann den Ausblick von oben. Hier ist meine City. Da vorne ist meine City, da unten. Sieht aus wie Dorf? Nein. Vielleicht schaut das hier aus wie ein Dorf, aber da vorne ist die City. Die Stadt. Guck mal, da vorne ist die Stadt. Da unten, das ist alles Stadt. Wie gefällt es dir eigentlich da? Mir gefällt es sehr gut auf jeden Fall. Es ist die schönste Stadt Österreich, muss ich sagen. Aber wie gesagt, für den Dienst, für den Herrn auf jeden Fall macht es als Evangelist mehr Sinn, in Deutschland auf jeden Fall zu evangelisieren. Natürlich könnte ich am Stephansdom in Wien oder in Tirol oder in anderen Städten natürlich das Evangelium predigen, aber es macht in Deutschland auf jeden Fall mehr Sinn. Guckt. Das ist die Stadt da vorne. So. Ah, da ist eine Mülltonne. Okay. Kann ich das reinwerfen? Maria Plein. Kennst dich aus? So Leute, wir gucken uns die ersten Sachen an hier, die ersten christlichen Sachen. Lesen wir mal hier, hier stehen auch ein paar Verse. Okay. Leute, like den Stream, damit Leute, so, es tippt auf den Bildschirm, Leute, was ist los? 6000 Likes. Danke für die Geschenke. So, hier haben wir auf jeden Fall, hier wird, glaube ich, Jesus, was wird da abgebildet hier? Hä? Hier ist ein Engel. Ja, komm, zoom doch mal. Oder wie sagt man, fixier dich doch mal. Hier steht, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung faltet. Matthäus 26, 41. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Ihr könnt es lesen. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Stark. Das brauchen wir. Wir wollen keine Versuchung. Wir wollen im Geist wandeln. Okay, Leute, jetzt wird's interessant. Jetzt gehen wir zum zweiten Stock hier. Wir sind, guck mal, wie weit wir schon gegangen sind. Wir sind gerade von hier so. Das ist das Erste. Und von dort sind wir gekommen. Hier ist die City zeige ich euch gleich oben. So. Alles klar. Jetzt gucken wir uns mal das hier an.
wie gesagt, hier haben wir die schwarzen Pferde gehabt, hier unten, von dort kommen wir gerade. Das nächste Mal hole ich Karotten und fütter die schwarzen Pferde. Hier haben wir Schafe, Leute. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu lügen und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte, sagt der Herr. Alle, die neu reingekommen sind, Gottes Segen euch alle. Möge der Herr euch segnen. Wir haben unten gelesen, Matthäus 26, 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. So. Denn der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünde eingehen und sie werden ihn kreuzigen und töten und nach 3 Tagen wird der Sohn des Menschen auferstehen. So, was steht hier? Wir haben auch ein Bild, glaube ich, von den Aposteln hier. Nee, wir haben hier ein Bild, wo Jesus ausgepeitscht wird im Prätorium. Hier sehen wir auf jeden Fall die Römer, die Jesus hier auspeitschen, mit den Stallkappen auf jeden Fall. Und wie Jesus da hier steht und gebunden an den Armen ist und von den Römern vor seiner Kreuzigung hier auf jeden Fall ausgepeitscht wird. Und hier steht auf jeden Fall ein Vers, durch deine Wunden sind wir geheilt, steht hier Jesaja 13. Also nein, da steht nicht Jesaja 13, da steht einfach nur 13 nach Christus oder irgendwie 13c3, keine Ahnung. Aber hier steht, durch deine Wunden sind wir geheilt. Das ist natürlich Jesaja 53, 4 bis 7. Na, hier wird der Herr auf jeden Fall im Prätorium ausgepeitscht. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. So, wir gehen nächsten Stock weiter. Wer die Stimme des Fremden nicht kennt, doch meine Stimme kennt er. So Leute, hier sieht man es auf jeden Fall besser. Guckt euch das mal an, Leute. Leute, wie ist die Verbindung? Wie ist die Verbindung? Jetzt wieder gut. Okay. So. Wir können entweder durch den Wald spazieren oder wir gehen jetzt hier weiter. Wir gucken uns das jetzt mal an. Wir haben hier auf jeden Fall Jesus wieder abgebildet. Ich glaube, das ist der Herr Jesus, als er vor Pontius Pilatus war, denke ich mal, oder immer noch im Prätorium. Und hier steht auf jeden Fall, können wir lesen, mein König und mein Gott. Steht, glaube ich, Psalm 13, Vers 5, kann das sein? Mein König und mein Gott. Naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall zu dem Kreuz, nach oben, hier rauf. Dann gucken wir uns mal den Ausblick von ganz oben an und dann schauen wir kurz in die Kirche rein. So. Oh! Der war gerade ober mein Kopf. Das war echt laut. Ich will auch gerne fliegen. So. Die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Sehr, sehr schön. Denn so sehr hat Gott die ganze Welt geliebt. Okay. Jetzt weiter. Okay, wir sind jetzt bei dem 4. Andenken, glaube ich, jetzt. Was ist das? Hier sehen wir Jesus, der das Kreuz am Rücken hat und sagt in Matthäus 16, Vers 24, nimm auf dein Kreuz und folge mir nach. Nimm auf dein Kreuz und folge mir nach, steht hier. Nimm auf dein Kreuz und folge mir nach. Jesus mit dem Kreuz und
ich habe seinen Namen vergessen, der ihm geholfen hat, das Kreuz zu tragen. Und hier ist, glaube ich, Maria abgebildet, die um Jesus weint, denke ich. Nimm dein Kreuz auf dich und folg mir nach. Sehr schön. Hier kann man was trinken gehen, Leute. Also, falls ihr mal hier seid, Maria Plein, kommt. Wir können hier gerne zusammen was trinken gehen. Simon hieß der, ihm geholfen hat. Okay. Christus. Nesti. Halleluja. Gelobt sei der Herr, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wunderschön. Hier steht ganz oben, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. War nicht mal ein Bild in deiner Story. Doch, ich habe das schon gepostet. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Danke, Jesus, für das Werk am Kreuz. Durch dein Blut hast du uns alle reingewaschen. Durch dein Blut kommt Erlösung. Nur durch den Herrn Jesus Christus und sein Werk am Kreuz haben wir ewiges Leben. Weil, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ne? Darum sandte er seinen Sohn für uns. Durch sein Blut sind wir reingewaschen von allen Sünden. Stark. So, jetzt geht's weiter. In welchem Land? Österreich. So, Leute, wir gehen jetzt Richtung Kirche. Wollt ihr die Kirche von innen sehen oder nur von außen? Sag mal, wollt ihr die Kirche von innen sehen oder von außen? Von innen auch. Okay, ich hoffe, ich bin der Einzige dort. Das letzte Mal war ich der Einzige dort, habe ein Gebet gesprochen, dann bin ich wieder raus. Mal gucken. Wenn ich alleine bin, ja, okay. Und jetzt gehen wir weiter. Let's go. Halleluja. Wunderschön. Ist das nicht wunderschön? Ich werde später noch Fotos machen. Leider bin ich alleine hier, sonst könnte jemand von mir auch Fotos machen. Naja, nee, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für die ganze Welt sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern ewiges Leben hat. Na, Jesus liebt euch alle. So, wir gehen jetzt weiter in Richtung Kirche. Gottes Segen an alle, die reingekommen sind. Wir sind hier, Maria Plein, bei mir um die Ecke. Und ja,
Jetzt gucken wir uns mal dort das an. Wir haben das fünfte Andenken hier. Ich habe vergessen, was an dem Andenken steht. Gucken wir uns das mal kurz an. Denn Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, damit er die Welt richte, sondern damit die ganze Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht an den Sohn Gottes glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an seinen Namen geglaubt hat. Ganz einfach. Wer den Sohn hat, der hat ewiges Leben. Wer den Sohn nicht hat, der wird das ewige Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihn für alle Ewigkeiten. Weil er zu stolz, zu arrogant und vom Teufel verführt worden ist, nicht an den Sohn Gottes zu glauben. Damit besteht das Gericht, dass das Licht Jesus in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht Jesus Christus, denn ihre Werke waren böse. Okay. Hier sehen wir auch auf jeden Fall ein Abbild vom Herrn Jesus. Ich glaube, nach der Kreuzigung, als sie den Leib Jesu heruntergebracht haben, wir sehen hier die durchbohrte Seite und die durchbohrten Hände und Füße und Maria, die von einem Engel getröstet wird, weil ihr Sohn, der Herr Jesus, für 3 Tage von uns gegangen ist. Heimatszene, Gottes Segen dir. Wo wird in der Bibel gesagt, dass Jesus Gott ist? Die Bibel sagt überall, dass Jesus Gott ist. In Johannes 1,1 haben wir ganz klar die Gottheit Jesu. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und alles ist durch das Wort entstanden. Ohne das Wort ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. So, und wir haben auf jeden Fall dann Vers 10. Er war in der Welt, das Wort Gottes war in der Welt und die Welt ist durch ihn geschaffen, durch Jesus. Doch die Welt hat ihn nicht erkannt und das Wort wurde Mensch. Der Herr Jesus sagt selber von sich aus, niemand ist in den Himmel hinabgestiegen und hinaufgestiegen, als nur der Sohn des Menschen, der vom Himmel kommt. Der Herr sagt auch, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welcher er will. So, und dann lesen wir zum Beispiel, der Herr Jesus, der zu den Schriftgelehrten, den Pharisäern dann gesagt hat, in Johannes 8,24, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Und dieses Ich Bin kommt von 2. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 16, als Gott zu Mose gesprochen hat. Mose geht zu den Israeliten hin und sagt ihnen, Ich Bin hat dich gesandt. Und Jesus sagt auch in Vers 58, bevor Abraham wurde, bin ich. Also Jesus sagt ganz klar, das Wort Ego Emi im Altgriechischen, Ego Emi, beziehungsweise im Hebräischen Yahweh, dass er Gott ist. Und auch in Johannes 14, so wie auch in Johannes 12 sagt er, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Was bedeutet das denn? Wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Also dementsprechend sagt Jesus ganz klar, dass er Gott ist und dass er die vollkommene Gottheit in sich hat. Denn wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Ne? Das sagt der Herr Jesus öfters. Das sagt er in Johannes 12, 45. Das sagt er in Johannes 14, Vers 9. Das sagt er in Johannes 10, Vers 30. Ne? Abgesehen davon haben wir unzählige Verse im Alten Testament, sowie in den Briefen der Apostel wie Petrus im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, dass Jesus Gott ist. Im Titusbrief, in Titus 2, Vers 13, dass Jesus Gott ist. In so vielen anderen Versen wie in Römer 9, Vers 5. Der hochgelobte Gott in Ewigkeit, Jesus Christus. Oder Johannes im Johannesbrief, der sagt, das ist nämlich Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Durch dich habe ich zum Glauben gefunden, Lusasio. Gott segne dich, mein Lieber, der Herr Jesus Christus segne dich reichlich. So Leute, wir gehen auf jeden Fall jetzt eine Kerze anzünden für Palästina und für Israel. Möge Gott auf jeden Fall da Erkenntnis schenken. Wollen wir eine Kerze hier draußen anzünden für Sie? Oder wollen wir das drinnen machen? So, wir machen das, glaube ich, drinnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ein lebendiger Gott. Das sind Götzen, sagst du. Du hast keine Ahnung, was du von dir gibst. Das sind keine Götzen.
typische Freikirchler-Protestanten-Aussage, der sich nicht mit der Lehre der Apostel und mit der Urkirche beschäftigt hat, so etwas zu sagen. Ich selber als neutraler Christ, der weder gerade katholisch oder orthodox ist, sage ich dir, du liegst falsch. So, Streichholz. Machen wir dann da. Okay. So, für Israel, für Palästina, für Ukraine, für Rojava, für alle Länder, die Verfolgung erleiden. Wenn der Bremer angehen würde. So. Stark. Alles klar. Sehr schön. Natürlich für Israel, für alles. Für Palästina, für Israel, für Russland, Ukraine, für die ganze Welt, für Rojava, für den Konflikt überall auf der ganzen Welt. Was sagst du zur Zungensprache? Ist das biblisch? Ich halte nicht viel von Charismatikern. Sie sind in der Lehre des Christus, von Gottheit, Jesu und so weiter her. Aber Zungensprache ist auf jeden Fall nicht das, was sie denken. Überhaupt nicht biblisch, was da abgeht. Meiner Meinung nach. Glaubst du, der Krieg ist das, was Jesus über die Endzeit prophezeite? Nee, es werden auf jeden Fall noch mehr Zeichen und Wunder kommen über den ganzen Erdkreis. Aber es ist der Anfang der Wehen und es geht auf jeden Fall Richtung Matthäus 24 natürlich und Lukas 21 und der Anfang der Trübsal, der kommen wird. Ich guck mal, ob die Kirche offen ist, dann können wir uns mal die von innen anschauen. Ich hoffe, ich störe keinen Gottesdienst oder so, keine Ahnung. Aber ich probiere es mal, ob es hier aufgeht oder halt nicht. Okay, Leute. Die Kirche ist offen, aber da sind, glaube ich, ein, zwei Personen drinnen. Ich warte mal, bis die Kirche leer ist und dann gucke ich kurz rein. Bis dahin auf jeden Fall können wir uns mal das angucken. Ich habe jetzt schon meinen Finger verbrannt, als ich die Kerze angezündet habe. Mega traurig. Wie erreicht man das Paradies? Was steht in der Bibel? Wie Jesus sagt in Johannes 6, 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. So, und durch den Glauben, auf jeden Fall an den Sohn Gottes, haben wir die Welt überwunden, laut 1. Johannesbrief und so. Auf jeden Fall durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, durch Christus haben wir ewiges Leben. In Römer 10, Vers 9 steht auch, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. So, ich guck nochmal, ob jetzt noch jemand drin ist. Dann gucken wir uns mal diese katholische Kirche von innen an. Was da alles ist. So. Leute, hört man mich? Ich bin hier alleine, aber ich muss leise reden, weil hier haben wir ein Echo. Leute, hört man mich? Halleluja! Guck mal, da ist ein Echo. Okay, ich darf nicht laut sein. Warte, sollen wir den Echo testen? Halleluja. Hört ihr den Echo? Jesus ist kein Gott, sagst du. Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.
Denn wer nicht Christus im Fleisch bezeugt, der ist nicht wiedergeboren und spricht aus dem Geist des Antichristen. Gott. Und dieser eine Gott offenbart sich in Jesus Christus im Fleische, denn im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Mensch, wurde Fleisch in Johannes 1,14. Und wer das leugnet, dass Gott Mensch wurde in Christus, der spricht leider laut der Bibel aus dem Teufel, denn der Teufel lügt von Anfang an. In ihm ist keine Wahrheit und in seinen Kindern ist auch keine Wahrheit. Dementsprechend, wer nicht an den Gottes Sohn Jesus Christus glaubt, der hat den Teufel zum Vater laut Johannes 8,44 und steht nicht in der Wahrheit und Wahrheit ist nicht in so einer Person gefunden. Jesus liebt dich, Jesus hat dich geschaffen und er wurde Mensch. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Menschen an und eines Knechtes an. Er war in Gottes Gestalt und hat sich offenbart. Jesus betet sogar Gott an. Ja, der Vater spricht zum Sohn, der Sohn spricht zum Vater. Ein Gebet ist eine Konversation. Denkst du nicht, dass wir an einen liebenden Gott glauben? Und diese Liebe Gottes offenbart sich durch die Einheit Gottes. Gott kann nur Liebe sein, wenn Gott eine Einheit ist. Darum finden wir auch im Koran keinen Vers, wo steht, Gott ist Liebe, oder diese wunderschönen Verse aus der Bibel. Du findest keinen einzigen Vers mit Gott ist Liebe im Koran, denn wir haben nicht den gleichen Gott. Und wenn nicht Christus dein Herr und dein Gott ist, dann hast du laut der Bibel den Satan zum Vater und nicht Gott. Denn nur derjenige, der an den Sohn glaubt, der hat den Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und wem es der Sohn auch offenbaren möchte. Dann dementsprechend auf jeden Fall, wenn du nicht glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann hast du auf jeden Fall ein Problem. So, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes möge der Herr Jesus auf jeden Fall sich euch offenbaren, meine lieben Muslime. Amen. Jesus liebt euch alle. Er nahm Menschengestalt für dich an, hat sein Blut für dich vergossen, hat deine Sünden reingewaschen und du lehnst das ab. Du richtest dich selber in die Hölle und ins Totenreich, weil du das Werk am Kreuz ablehnst und weil du das Werk Gottes ablehnst. Und du nennst Gott einen Lügner, du nennst selbst den Vater einen Lügner, denn du hast das Zeugnis nicht geglaubt, was der Vater über seinen Sohn abgelegt hat. Und das ist das Gericht aller Menschen, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Jesus, das Licht der Welt, wurde Mensch. Und die Menschen liebten mehr ihre eigenen Religionen, ihre bösen Taten, mehr als das Licht der Welt. Ne? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Dunkelheit umherwandern, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Der Herr sagt auch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder Mensch, der lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit niemals sterben. Das Wort des Kreuzes für alle Muslime und alle Menschen, die nicht daran glauben, sagt Paulus, das Wort des Kreuzes ist eine Torheit dessen Menschen, der verloren geht. Es ist für euch eine Torheit, das Wort des Kreuzes, wie auch Allah das Kreuz leugnet. Und wir wissen alle, dass der Teufel durch das Werk des Herrn Jesus Christus am Kreuz gerichtet ist. Darum musste der Teufel natürlich 600 Jahre später eine Religion gründen, die den Sohn Gottes leugnet, die das ewige Leben leugnet und das Werk am Kreuz leugnet. Denn wer das Kreuz und das Werk am Kreuz leugnet und den Gottes Sohn Jesus Christus, der hat laut der Bibel nicht den Heiligen Geist, sondern den Antichristusgeist und steht nicht in der Wahrheit. So. Da braucht man nicht zu diskutieren, denn der Geist Gottes gibt Zeugnis mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind und dass das die Wahrheit ist. Ich liebe euch Muslime. Ich war selber 18 Jahre Muslim. Ich war selber 18 Jahre in dieser Religion und ich kann dir sagen, Jesus ist real. Er hat sich mir durch den Heiligen Geist geoffenbart. Gott ist Liebe. Gott liebt dich. Gott ist ein dreieiner Gott. Das finden wir im Alten Testament, im Neuen Testament. Ich möchte den Ratschluss des Herrn verkündigen, Psalm 2, Vers 7. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ne? Und weil Gott Liebe ist, ist Gottes Liebe geoffenbart worden, indem Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Für dich und für mich und für jeden Menschen. Möge Gott, wisst ihr, als ich Muslim war, und dann neu Christ wurde, habe ich auf jeden Fall selber bin ich auf die Knie gegangen und habe Gott gefragt, Herr,
Jesus, bist du real? Bist du Gott? Offenbare dich mir. Jesus hat geantwortet, 18 Jahre, kein Allah hat geantwortet, kein Buddha, niemand. Einmal habe ich zu Jesus gebetet und Jesus hat sich mir offenbart durch den Heiligen Geist. Was wollt ihr mir sagen? Ich weiß, dass Jesus Gott und die Wahrheit ist. So, und möge der Herr sich euch auch offenbaren. Halleluja. So, wir gehen wieder raus. Der Friede des Herrn soll hier bleiben und der Friede soll wieder mit mir raus mitkommen. Das ist sehr schön auf jeden Fall. Leute, hört man mich besser, wenn ich mit Kopfhörer bin? Wir haben hier 150 Menschen. Alle, die reingekommen sind, möge der Herr euch segnen. Wunderschöne Kirche, Bruder Marik. Ja, finde ich auch. Mann, wieso man das in der Kirche, man soll ja kein Ebenbild von Gott, also Jesus machen. Du musst dich mit der Kirchengeschichte befassen und mit der Lehre der Apostel und auf jeden Fall von der Frühkirche. Und was überhaupt ein Abbild ist und was auf jeden Fall nicht sich gehört. Und da auf jeden Fall kannst du dich und informieren von Menschen, die halt im katholischen oder orthodoxen Glauben sind. Ne? Das ist nicht das, was du denkst. Die Kirche ist echt wunderschön, finde ich auch. Aber wie gesagt, man findet leider auch dieses anti-apostolische Kirchengeist auf TikTok, leider von vielen Freikirchlern und Protestanten, die auf jeden Fall gegen die Kirche schießen und gegen auf jeden Fall das alles schießen und keinen Frieden haben und selber sagen, wir sind Nachfolger von Jesus, aber selber die Leute von Jesus, die 33 nach Christus halt auf jeden Fall das alles gemacht worden ist, verurteilen hier auf TikTok und überall. Und es ist mega schade, weil ich bin selber neutraler Christ. So, solange du Jesus in dein Herzen hast, du eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen hast und dein Leben auf jeden Fall Früchte trägt im Heiligen Geist, ne? Solange du das hast, so, dann kann dich niemand verurteilen. Und das ist sehr, sehr schade. Ne? Das ist sehr, sehr schade. Die meisten informieren sich nicht. Die meisten haben keine Ahnung von wie die Kirche entstanden ist und was die Lehren waren und was auf jeden Fall erst im 16. Jahrhundert dann alles sich dann geändert hat durch Martin Luther und alles. Ich finde es sehr, sehr schade, dass Menschen Urteile geben, ohne eine Ahnung zu haben, auf jeden Fall von irgendeinem Senf, was sie von sich geben. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das ist ein richtender Geist und das ist nicht die Frucht des Geistes auf jeden Fall, das ist fleischlich, Abspaltung und Parteien, weil Gottes Reich hat sich nicht gespalten. In der orthodoxen Kirche sind Statuen nicht erlaubt. Okay, die meisten wollen nicht wissen, wie kann Jesus Gott sein, wenn Jesus selbst zu Gott gebeten hat, er war ein Prophet. Falsch. Jesus sagt selber, ich bin kein Prophet, Matthäus 16, er sagt selber, ich bin Gottes Sohn. Also von dem her macht deine Aussage keinen Sinn. Wenn du eine Aussage von dir gibst, als Muslim besonders, und du beruhst deine Aussage auf keine Versen von der Bibel, sondern auf eine eigene Interpretation, macht deine Aussage keinen Sinn. Jesus sagt selber, ich bin Gottes Sohn, ich bin Gott im Fleisch. Wer mich sieht, sieht Gott den Vater. Ich und der Vater sind eins. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich werde alle Menschen richten. Ich habe die Macht über alle Menschen, Johannes 17, Vers 2. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, Matthäus 28, 18. Also hör auf, irgendeinen Schwachsinn von dir zu geben, ohne eine Ahnung zu haben, was du von dir gibst. Vergleich doch mal die Aussagen, wenn du sagst, Jesus ist ein Prophet, mit den Aussagen, was Jesus von sich gesagt hat. In Matthäus 16 hat Jesus gesagt, was halten die Menschen? Wer bin ich denn? Was sagen die Menschen über mich? Dann sagt
sagen die Apostel, manche sagen, du wärst Jeremia, andere sagen, du wärst Elia, andere sagen, du wärst Johannes der Täufer oder einer der anderen Propheten. Und dann sagt Jesus zu den Aposteln selbst, aber was meint ihr, wer bin ich denn? Und dann sagt Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, Amen, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also Jesus hätte sagen können, als die Aposteln gesagt haben, die anderen halten dich für Jeremia, Elia oder einer der Propheten, hätte er sagen können, okay, chalas, fertig, finito, ich bin einer der Propheten, hat er aber eben nicht, sondern er hat das Bekenntnis des Petrus. Und dieses Bekenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes, der Christus ist, auf das, dieses Glaubensbekenntnis von Petrus in Matthäus 16, ist die ganze Kirche aufgebaut und die ganze Lehre von Christus selbst. Also hör auf, Schwachsinn von dir zu geben, wenn du so eine Aussage von dir tätigst als Moslem. Aber wie gesagt, Jesus sagt auch zu Petrus, Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart. Weißt du, wer dir das offenbart, dass Jesus einfach nur ein Prophet und Isa ist? Das ist dein Fleisch und Menschen haben dir das gesagt. Dein Hodja, dein Sheikh, dein Islamlehrer hat dir das gesagt. Aber mein Vater im Himmel, Petrus, hat dir offenbart, dass ich Gott im Fleisch bin. Matthäus 16. Der Vater soll dir das offenbart. Und wenn der Vater dir das nicht offenbart, dass er wahrhaftig Gott im Fleisch ist, dann hast du Menschenkenntnis und keine göttliche Kenntnis. Assalamu alaikum, fragt mich, was für ein Landsmann bist du und wie haben deine Eltern reagiert? Ich bin Kurde aus Syrien, ich war 18 Jahre sunnitischer Muslim, bis der Herr Jesus Christus sich mir persönlich offenbart hat durch den Heiligen Geist und seitdem bin ich Christ und ich weiß, dass Jesus Gott ist, ich weiß, dass er der Herr der Herren ist und der König aller Könige, Offenbarung 19. Und ich empfehle dir selbst als Muslim in das Injil hineinzugehen und vom Alten Testament, von der Tora, von Musa, sagt ihr, von Moses, von 1. Mose bis zum letzten Propheten Maleachi, das Injil mal durchzulesen und dann das Neue Testament. Denn wir haben im Injil von Moses bis zu den letzten Propheten Maleachi 60 Autoren in verschiedenen Kontinenten und Ländern, die alles exakt von Reihe nach Reihe, von Jahrhundert zu Jahrhundert exakt gleich niedergeschrieben haben und das ist alles durch Gottes Geist eingegeben. Du kannst nicht von anderen Ländern und Kontinenten ohne Schiffe, ohne Flugzeuge, ohne Hubschrauber, kannst du nicht die gleiche Sache von Reihe zu Reihe niederschreiben. Und das sind Männer von verschiedenen Kontinenten, von verschiedenen Ländern, die über 2000 erfüllte Prophezeiungen haben, die über 351 Prophezeiungen des Herrn Jesus Christus offenbart haben. Wie in den Psalmen ist von Jesus geschrieben, in Buch Mose ist von Jesus geschrieben als den Sohn Gottes. In Jesaja wird der Messias als Gott dargestellt und niedergeschrieben und prophezeit und in so vielen anderen Versen. Also guck dir mal das Injil an und guck dir mal da an, was Jesus von sich gesagt hat. Denn Jesus hat nicht gesagt, ich bin ein Prophet in Matthäus 16. Er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und in Johannes 5 sagt er auch, ich bin Gottes Sohn, ich bin Gott im Fleisch. Wie auch in Johannes 12 und überall, Jesus ist Christus, der Sohn Gottes. Ein Isa eben Scharlatan, Mariam, was ihr im Koran glaubt, ist ein falscher Jesus und ein falscher Geist, den ihr empfangen habt, wie in 2. Korinther Kapitel 11. Ihr habt einen falschen Geist empfangen, ihr habt einen falschen Jesus bekommen und die Bibel warnt uns von diesem falschen Antichristusgeist und warnt uns vor einer Lehre, die kommen soll, 600 nach Christus, wie Mohammeds. Und die Bibel sagt uns über Mohammed und über den Engel ganz klar, verflucht sind wir, die wir euch ein anderes Evangelium geben oder ein Engel vom Himmel. Wenn jemand kommt und euch ein anderes Evangelium erzählt, als nicht den Sohn Gottes, der ist verflucht. Die Bibel hat über 340 Warnungen gegenüber dem Islam in der Bibel. Und das findest du auf YouTube bei Revelation Now, das Video von dem Bruder. Also,
ihr habt nicht den Geist Gottes, wenn ihr glaubt, dass Jesus nur ein Prophet und nicht gekreuzigt und nicht auferstanden ist. Ihr habt einen falschen Geist empfangen, sagt die Bibel. Ihr habt den Antichristusgeist, der den Sohn Gottes leugnet, die Kreuzigung und die Lehre des Christus. Weil die Bibel sagt ganz klar, wer nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Und wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater nicht. Ihr glaubt nicht an den Sohn, somit habt ihr auch Gott den Vater nicht. Ihr glaubt zwar, dass Allah Gott ist, aber ihr kennt Gott nicht. Allah ist nicht Gott. Er ist einer von den heidnischen Götzen, der in Quraishis Zeiten in Mekka auf jeden Fall von den Quraishis verherrlicht worden sind. Damals gab es 360 Götzen und der allerletzte, der nicht vernichtet worden ist von Mohammed, nachdem er den Stamm Quraishi abgeschlachtet hat, wie Lämmer hat sie geopfert, seinen eigenen Stamm, hat er dann aufgrund von den letzten Götzen Namen Allah und Allah hat drei Töchter, Al-Alat, Al-Menat, Al-Wusat und diese drei Töchter von Allah bringen laut Ideologie von damals die Gebete zu Allah und er war auch einfach nur ein babylonischer Götze und auf diesen Glauben ist sein Glaube fundamentiert und selbst er sagt das zu den Quraishis. Da gibt es Hadithe dazu, da gibt es Verse dazu und das wissen die Muslime nicht. Selber im Berg Jabal in der Höhle von Hira vor 1400 Jahren sagt die Bibel ganz klar, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Soll es kein Grund sein, dass seine Diener sich selbst nicht so verkleiden? Und wir wissen auf jeden Fall, alle Ex-Muslime und alle, die die wahre Geschichte kennen und die Hadithe auch dazu gelesen haben, dass ganz klar der Teufel ihn verführt hat, für ein falsches Evangelium, für ein antichristliches Evangelium, ein Evangelium, das den Sohn Gottes leugnet, ein Evangelium, das alles leugnet, was laut der Bibel dir ewiges Leben gibt. Und das ist der Islam, der in der Bibel gewarnt wird. Jesus sagt selbst, es wird eine Zeit kommen, wo sie euch töten werden, um Gott einen Gefallen zu tun. Jesus sagt auf jeden Fall, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig sind sie aber reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Mohammed, seine Frucht war 3000 bis 4000, 5000 Menschen zu töten, Geschlechtsverkehr mit einem Kind zu haben, 8 bis 12 Frauen zu haben, 6 Sklavinnen zu haben und durch das Schwert seine Religion gegründet zu haben. Also erzähl mir nichts, dass irgendwie ihr euch auskennt mit euren Hadithen oder sonst was. Und Jesus ist wunderschön. Jesus hat geheilt. Jesus hat Tote auferstanden. Jesus ist die Liebe in Person. Die Liebe Gottes ist in Christus. Die Weisheit Gottes ist in Christus. Und das ewige Leben ist in Christus, sagt selbst Gott der Vater. Das Leben ist in den Sohn. Glaubt ihr an meinen Sohn, habt ihr ewiges Leben. Glaubt ihr nicht an meinen Sohn, nennt ihr mich einen Lügner. Ihr nennt Gott den Vater einen Lügner. Und es tut mir vom Herzen weh, dass ihr selber euch nicht beschäftigt. Ihr habt eine ewige Seele. Ihr seid ewige geistliche Wesen in einem Körper nach dem Bild Gottes geschaffen, nach dem Bild des Sohnes Gottes in seiner menschlichen Form geschaffen und den Geist Gottes vom Vater und eure ewige Seele, den Lebensodem von Gott, den ihr bekommen habt, aber ihr werft ihn in eine Religion hinein, dass Christus nach dem Fleisch leugnet und alles, was dir ewiges Leben gibt. Also es tut mir vom Herzen leid, dass du die Erkenntnis Gottes und die Weisheit nicht in dir hast, dass Jesus wahrhaftig Gott im Fleisch ist. Denn der Geist Gottes bekennt das. Denn die Bibel sagt ganz klar, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat den Vater. Es tut mir im Herzen weh, dass ihr nicht glaubt. Ihr leugnet dieses Geschehen. Genau dieses Geschehen leugnet ihr, nämlich die Kreuzigung. Ihr leugnet genau das. Und genau da ist das passiert. Genau da in Jerusalem, in Golgatha, wurde Gott auf jeden Fall in Bethlehem Mensch und starb am Kreuz für deine und meine Sünden und ist wahrhaftig am dritten Tag auferstanden, hat die Dämonen gerichtet, hat den Teufel gerichtet und alle, die nicht an ihn glauben werden, gerichtet. So, und es tut mir im Herzen weh, dass du diese Erkenntnis nicht von Gott hast. Und ich muss mich nicht immer rechtfertigen, aber wie gesagt, ich möchte Seelen gerettet werden und nicht, dass ihr verloren geht. Guck mal diese Menschen an. Guck mal, wie viel Liebe die sich haben. Guck mal, was für eine Liebe. Die glauben an Christus. Die lachen, die haben Familie. Die glauben an das Kreuz. Die glauben an die Wahrheit. Die haben das Leben in sich. Man merkt, wenn ein Mensch den Heiligen Geist hat und wenn ein Mensch den Antichristusgeist hat. Und die Bibel sagt uns ganz klar, ewiges Leben nur durch den Sohn Gottes. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht in sich. Ihr kennt das Leben nicht, ihr kennt die Liebe Gottes nicht. Richtende, toxische Geister, die gegen Christus und gegen die Menschwerdung das Wort des Gottes sind. Das sind die Feinde Gottes, die den Sohn Gottes leugnen. Die Bibel sagt, das sind die Feinde Gottes. Das sind diejenigen, die in Offenbarung 19 gegen das Lamm Gottes, den König der Könige, kämpfen werden. Und das Lamm Gottes wird sie überwältigen und die Vögel des Himmels werden sich sättig von ihrem Fleisch essen. Das sind die Feinde Gottes. Das ist der gesamte Islam, der in der Endzeit regieren wird. Ein Kalifat wird ausgebreitet werden und dann werden sie Jerusalem angreifen.
Und dann wird am Berg Zion, am Himmel, auf den Wolken der Sohn Gottes offenbar werden. Und dann werden ihn alle Augen sehen, auch diejenigen, die ihn durchbohrt haben. Und dann wird das tausendjährige Reich kommen. Möge Gott euch auf jeden Fall, da auf jeden Fall die Erkenntnis schenken, bevor ihr ins Grab gelegt werdet. Wie der reiche Mann seine Augen geöffnet hat und sich in der Hölle gefunden hat. Und Lazarus, der arme Mann, der dann durch die Engel Gottes in den Himmel gekommen ist. Das sagen auch die Glocken. Bestätigt meine Aussage. Leute, ich werde gleich offline gehen. Ich werde am Abend wieder online kommen wahrscheinlich. Mal gucken, wie das wird. Es war sehr schön auf jeden Fall hier raufgekommen zu sein auf die Berge und diese Kirche. Ich werde wahrscheinlich, glaube ich, kurz reingehen und ein Gebet sprechen. Und dann werde ich dann wieder hier so runter. Ich wünsche euch alle gottesreichlichen Segen. Der Herr segne euch und behüte euch und lasse sein Angesicht auf euch scheinen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Danke an alle Geschenke und danke an alle, die da waren. An die Muslimen kann ich nur sagen, wer den Sohn hat, der hat ewiges Leben. Wer den Sohn nicht hat, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihn. Wer an ihn glaubt, an den Sohn Gottes, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Ja, selbst gerichtet auf dieser Dunja. Naja, ich bete für euch. So, Gottes Segen, betet für mich und Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.